Herzlich willkommen bei Leben mit der Energiewende TV. Die zweite wöchentliche Sendung ist jetzt am Start. Freut mich total, dass Sie dabei sind und sich heute Abend Zeit für uns nehmen. Wir treiben uns heute wieder im Ländle herum, genauer gesagt in Baden-Württemberg. Worum geht es? Bei der Energiewende und bei vielen anderen Themen wie Wärmedämmung und so weiter geht es immer darum, dass gesagt wird, so macht man das, so macht man das, so macht man es nicht, das muss so sein. Also es gibt immer so ganz präzise Vorstellungen, wie Energiewende zu machen ist oder wie Sanierung, energetische Sanierung zu machen ist. Und ganz oft bekommen die Bürger und Bürgerinnen dann Produkte von der Stange geliefert. Günther Waldmann von der GSK GmbH macht das anders. Er ist einer, der sucht individuelle Lösungen zusammen und schaut sich genau an, was können die Leute brauchen. Und heraus kommen dann meistens ganz andere Lösungen, als man gedacht hat. Wir haben ein sehr schönes Beispiel. Ein Haus, ein Fertighaus, Ende der 80er Jahre, muss eigentlich energetisch saniert werden. Doch die Lösung von Herrn Waldmann war eine ganz andere. Und die ist total faszinierend. Schauen Sie sich den Film einfach mal an. Ich sehe schon, alles voll. Eine Kollegin in meinem Team hat ein erotisches Verhältnis zu Photovoltaikplatten. Wenn die das sehen würde, wäre sie jetzt ganz begeistert. Ja? Okay, ja, ganz normales Häuschen. Mal gucken, was sie da geleistet haben. Ich klinge mal schnell. Herr Mönch, wir sind's. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Was hört? Warenski, hallo. Warenski. Waldmann. Ja, vielen Dank, dass wir kommen dürfen. Gerne. Es ist toll, weil es ist ja eine Lösung Elektrizität und Wärme. Was war denn die Aufgabenstellung an Herrn Waldmann? Ja, die Aufgabenstellung an Herrn Waldmann war die, weg von der klassischen Elektroheizung, wo ich das Gebäude gekauft habe, hin zu ja, was modernen, ich sage jetzt mal im Sinne in Richtung Energiesparen, vielleicht auch ein bisschen weg vom klassischen. Und kennengelernt habe ich den Herrn Waldmann über die Infrarotheizung. Da sind wir dazugekommen und dann hat sich in vielen Gesprächen die heutige Anlage entwickelt mit Wärme, Strom, Photovoltaik, Akku im Keller, weil wir eigentlich festgestellt hatten, die einzelnen Gewerke werden immer gesondert betrachtet und so die ganzheitliche Betrachtungsweise, wie kann ich in meinem Haus, so als Haus, als Energiesparkörper, die hat eigentlich so niemand gemacht. Und so sind wir, stand heute hier bei dem jetzigen Ergebnis und feilen noch an den Details. Okay. Dürfen wir uns das mal angucken? Kommen Sie rein, danke. Alles klar. Herr Waldmann, es ist Mittagszeit. Wir gucken erstmal, was Herr Mönch im Kühlschrank hat. Ja. Da geht es zum Kühlschrank und eigentlich fängt es hier schon an. Ach, er will uns nicht durchlassen. Wir dürfen gerne weitergehen. Okay. Das hier war jetzt eigentlich immer so die kälteste Stelle im Haus. Okay. Da kommt jetzt die Warmluft von dem Solarluftkollektor rein, wärmt hier das Haus und da wir meistens hier immer so die Türen offen haben oder nach oben, verteilt sich hier die Luft und Sie haben einen Temperaturunterschied von außen von vielleicht 20, 25 Grad durch die Erwärmung. Ich kann es gerade mal anschalten, dann merken Sie vielleicht auch mal, was da an Wärme runterkommt. Okay, ich guck mal. Drehen den Schalter nach oben, dass hier die warme Luft rauskommt. Oh, ist ja total warm. Ja, das ist ja irre. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Ist gerade für die Übergangszeit ideal, dass man da immer ein bisschen einen Umschlag hat und man hat eigentlich immer frische Luft im Haus. Und wie produziert er den Strom, um das reinzuwirbeln? Wenn Sie draußen gucken, das sind ja diese 4 Quadratmeter, da ist nebendran eine kleine Solarzelle und im Prinzip ist dahinter, wie soll ich sagen, ein Lüfter, wie man ihn vom PC kennt. Und so, wenn die Solarzelle Luft liefert, dann misst er die Temperatur über einen Temperaturfühler und bläst es hier rein. Und der macht hier eigentlich nur zu, damit es nicht zu warm wird. Ne? Cool. Und ist so in der Übergangszeit, passt es hervorragend. Also warme Luft, warmes Gebläse für gar nichts praktisch. Ja, ohne Anschaffungspreis. Nur ein Anschaffungspreis und dann Wärme. Dann soll das einmal 2,5 kW.
2,5 kW macht er? Ja, im Maximum. Irre. Von 4 Quadratmetern, ja. Und im Winter kommt zwar nicht ganz so viel, aber es ist angenehm. Es kommt dann immer eine leichte, warme Luft und es ist eigentlich schön. Für der kälteste Platz ist jetzt nicht mehr hier im Haus, ne? Trockene Luft. Trockene Luft. Nicht nasse Luft, trockene Luft. Das heißt, wir haben keinen Schimmel im Haus. Und Sie haben vorhin gesagt, das kann jeder selber nachbauen. Kann jeder selber bauen. Oder kaufen. Hier im Stuttgarter War Room hatte ich Günther Waldmann bei meiner allerersten Sendung zu Gast. Und dort sind wir intensiv ins Gespräch gekommen. Mit Folgen, wie Sie anhand dieser Sendung sehen können. Waldmann betreibt eine eigene Planungsgesellschaft und ist seit Ende der 70er Jahre im Geschäft. Heute ist sein Hauptthema das fast Autarkiehaus. Und dafür braucht es keinen Neubau oder eine super aufwendige Sanierung. Was ich an Ihrem Konzept ja gut finde, ist, Sie machen ja nicht so eine Lösung von der Stange, sondern Sie schauen sich jedes Haus ganz individuell an. Richtig, ja. Zum Fassautarkhaus gehört natürlich die Energieeffizienz, die Energieeinsparung, die Energiegewinnung und die Energiespeicherung. Also diese vier Komponenten untersuchen Sie? Ist die Basis, ja. Und dazu suchen Sie dann individuelle Lösungen aus? Ja, natürlich. Jedes Haus hat einen anderen Baustil, einen anderen Baustoff, hat eine dementsprechende Dachflächenanlage oder eine Dachfläche, die für eine Anlage geeignet ist. Der Hausherr hat einen ganz bestimmten Wunsch. Ja, er möchte, was weiß ich, die Grundlast versorgen. Der andere sagt, ich möchte ein bisschen mehr haben an Energie, auch abends. Das heißt, bei der Grundlast brauche ich einen kleinen Speicher, eine kleine Photovoltaikanlage. Wenn ich abends mehr Strom verbrauchen möchte, für die Haushaltsgeräte zum Beispiel, dann bräuchte ich schon eine größere Photovoltaikanlage. Was mir an Ihnen so gut gefällt, ist, normalerweise kriegen die Bürger ja so vorgefertigte Stangenprodukte, ja, wo man sagt, klar, ich habe jetzt das Portfolio bei mir. Und da sind Sie ja vollkommen frei. Ja, wir haben 2011, 2012 haben wir angefangen, die Akkus zu beobachten. Da kamen die zum ersten Mal eigentlich laut in die Öffentlichkeit und dann wurde man hellhörig. Was ist ein Akku? Dann hat man sich über die Blei-Gel-Geschichte Gedanken gemacht, hat die sich angeschaut vor Ort. Das waren dann so 5 Meter Akkus in der Höhe und da waren mal gerade 10 kW drin oder so. Und dann kam man eigentlich automatisch zum Lithium-Ionen und das nicht größer als ein Kühlschrank. Ja, und dann ging es natürlich darum, mein gut Platzbedarf, wenn ich einen Keller habe, spielt die Blei-Gel keine Rolle. Ja, da habe ich genügend Platz, für das Heizöl habe ich auch Platz oder für die Pellets. Und wenn ich dann an die Ladung denke eines Akkus, dann geht es mir eigentlich um die schnelle Ladung. Was verträgt ein Akku überhaupt? Und da bleibt man ganz einfach beim Lithium-Ionen hängen, weil der kann innerhalb von einer Stunde, zwei kann der voll sein, ja, bei 10 kW. Das heißt, Sie bedienen sich aus dem gesamten Waffenarsenal der Energiewende, was möglich ist, ohne jetzt irgendwie gebunden zu sein. So ist es, ja. Wir haben keinerlei Verpflichtungen, wir haben keinerlei Verträge, wir sind völlig frei und das ist für uns eigentlich ganz wichtig. Ich kann ein Produkt in die Hand nehmen, kann sagen, das gefällt mir, das würde ich für mich kaufen. Wenn ich es für mich kaufen würde, würde ich es Ihnen anbieten. Ja, wenn ich sagen würde, ja gut, da verdiene ich eine ganze Menge dran, das musst du kaufen, ja, dann bin ich sicher, dass Sie morgen oder übermorgen kommen und sagen, du, warum hast du mir das verkauft und nicht was Besseres? Mhm. Dann muss ich sagen, ja, wenn ich da Provision kriege und dort nicht. Und was Sie jetzt hier machen mit dem fast Autarkhaus, ja, das heißt, man kann eigentlich mit relativ einfachen Maßnahmen sehr weit kommen. Ja, wenn ich zum Beispiel die Bestandsobjekte anschaue, ich brauche keine Wärmedämmung auf der Wand. Ja, das sind ja immense Kosten. Ich brauche keine neuen Fenster, mir reichen eigentlich die alten Fenster. Ich brauche kein neues Dach. Ich kann das mit einer Photovoltaikanlage deckeln. Wenn die Dachbedeckung zum Beispiel defekt wäre und man macht eine neue rein, dann können wir über eine Indachlösung nachdenken. Ja, und wir brauchen auch keinen Keller mehr, weil unser Speicher ist so klein, der passt in die Garage. Das heißt, ich spare mir eine ganze Menge im Neubau zum Beispiel an Kellerkosten. Das heißt, wenn ich alles zusammenzähle und gegenüberstelle, die Dämmung und die Fenster und die Dachdämmung und die Kellerdämmung, die Kellerdeckendämmung zum Beispiel, fällt hier flach. Dann kommt es darauf an, was ich für eine Heizung im Haus habe. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die Heizung. Wir haben mit der Strahlungsheizung experimentiert. Wir finden die Ergebnisse von der Strahlungsheizung phänomenal. Vor allen Dingen, die braucht wiederum keinen Platz. Ja, ich brauche keinen Heizkeller, wo ich irgendwelche Vorratsstoffe lagere.
Und wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage habe und einen intelligenten Speicher, und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn der Speicher das kann, wenn man wenn man eine Strahlungsheizung verstanden hat, was man mit der tun kann, ja, nicht einfach einen Stecker in die Wand rein und aus die Maus, sondern man kann darüber nachdenken, was eine Strahlungsheizung für Leistungen bringen kann, wenn ich die optimal positioniere, brauche ich nicht mal eine Fußbodenheizung. Das heißt, dann im Neubau habe ich schon wieder Ersparnis, ich brauche keine Fußbodenheizung und ich brauche keinen Estrich. Ich brauche keinen Vorratskeller. Also günstiger kann man eigentlich nicht die Energiewende sehen und vor allen Dingen ausarbeiten. Aber es wird ja immer gesagt, wir müssen dämmen, es müssen neue Fenster rein. Ein Riesenaufwand und Sie sagen, brauchen wir gar nicht. Ja, da gibt es ganz interessante Geschichten. Der schönste Titel, den es da gibt, den kann man im Internet nachschlagen. Der schönste Titel, den es gibt, heißt Leben in der Plastiktüte. Ja, also sowas von phänomenal und schön formuliert ist eigentlich gut. Warum? Die Häuser haben eine Wand, eine Tragwand, dann haben sie eine Folie wegen der Diffusion, Dampfdiffusion. Die Wand hat ja mehrere Bedingungen zu erfüllen, zum Beispiel von innen nach außen soll sie die Wärme speichern und von außen soll sie die Kälte abhalten. Sie soll die Feuchtigkeit, die täglich, das sind ungefähr im normalen Haushalt 10 Liter Wasser, der sich als Wasserdampf im Haus niederschlägt, ja, soll die Wand aufnehmen. Und da kann man sich ja eigentlich schon Gedanken drüber machen, dass wenn von warm nach kalt und Wasser noch in der Luft ist, dass das irgendwo sich niederschlagen muss. Das sieht man an der Scheibe, im Auto sehe ich das, wenn ich ins Auto einsteige, mit nassen Klamotten in ein trockenes Auto, sind sofort die Scheiben beschlagen. Bei der Wohnung, das kennen wir von früher her, da haben wir die schönen Eisblumen gehabt, die haben wir heute nicht mehr. Dafür sind bei manchen Neubauten halb hoch die Fenster schon wieder beschlagen. Da muss man nachdenken, von was kommt das? Und das ist nur einfach der Kontakt warme zu kalter Luft. Und das schlägt sich irgendwo an der Wand nieder, meistens an den Fenstern oder in den Außenwänden an der Decke, in der Ecke. Dann rufen die Kunden an, oder nicht unsere Kunden natürlich, hoffentlich nicht. Und wenn es da mal passiert, dann sind wir natürlich auch da. Aber wir sind auch im Forum von der Schimmelgeschichte. Das heißt, wir untersuchen auch, wo kommt der Schimmel her. Mhm. Dann fahren wir dorthin und gucken uns das an. Und meistens liegt es nur an der Lüftung. So, und jetzt sind wir beim Thema Lüftungsanlage. Unsere Häuser bauen keine Lüftungsanlage. Warum nicht? Weil das Luftvolumen im Haus sollte in der Stunde die Hälfte einmal umgedreht werden. Das mache ich doch mit dem Fenster. Ich kippe das Fenster auf. Ja, wie intelligent muss ich eigentlich sein, damit ich ein Fenster nicht aufmachen kann? Ja, dann muss ich da dafür eine Lüftungsanlage kaufen, die für mich denkt und sagt, hier drin ist es feucht, wir sollten mal wieder lüften. Ja, ich bin zu dumm, mach du das. Ja, das kann nicht sein. Also dieser einfache, realistische Ansatz, der gefällt mir total gut, dass die Sachen eben nicht so kompliziert sind, dass sie orientiert sind am Bürger, dass sie orientiert sind an dem, was man schon irgendwie hat. Können Sie mir denn mal ein Haus zeigen, wo das funktioniert hat? Ja, das können wir machen. Ich habe hier zum Beispiel die Unterlagen dabei, das können wir nachher ganz genau nochmal erörtern. Wir haben hier ein Haus genommen, so ein Baujahr 85, das ist ein Fertighaus, wo ich furchtbare Schmerzen hatte, ob das überhaupt funktioniert, weil wenn ich an die Sanierungsgeschichte, wo ich sage, ein Fertighaus hat eigentlich keine speicherfähige Materie als Wand, sondern sie hat eigentlich nur eine Holzverkleidung, dann kommt Dämmung und dann kommt ja schon wieder die Außenwand. Also ist relativ wenig da, was ich als Speichermedium nehmen kann. Dann nehmen wir halt die Innenwand. Ja, und dann kommen wir einigermaßen klar, und das haben wir in dem Haus haben wir das bewiesen. Wir haben also zuerst mal festgestellt, was hat er für einen Verbrauch, was braucht er für die Heizung, wie viel kW braucht er für die Heizung. Der hat die Nachtspeicheröfen, das ist eine ganz interessante Geschichte. Die fressen jetzt natürlich unheimlich viel Geld, weil früher war das eine sicher interessante Geschichte. Und dann natürlich den Haushaltsstrom, und wenn ich den natürlich vergleiche, was der Durchschnitt sein soll und in diesem Haus da ist, dann kann man hier reduzieren beim Haushaltsstrom und bei der Heizung und natürlich bei den jährlichen Kosten, das ist ja ganz klar. Das heißt, er hat 3.045 Euro Energiekosten? Ja, fürs ganze Haus, inklusive gehabt. Heizung, ja. Also, 3.045 Euro Energiekosten, und jetzt schauen wir uns an, was daraus geworden ist. Genau. Machen wir. Gehen wir. Okay. Ja, dann gucken Sie mal hier. Okay. Das hier ist eigentlich nicht nur Energie produzieren, sondern wir haben uns auch überlegt, wie können wir am effizientesten
Energie sparen oder die Energie einsetzen. Die Lampe hat jetzt hier in Summe alle drei Beleuchtungskörper 12 Watt. 12 Watt? Das sind praktisch LED-Technik. Ach, ist das hell. Dann hat ja eine... Eine, drei, vier Watt. 4 Watt? 4 Watt. 4 Watt? Ja. Wahnsinn, oder? Im Vergleich zu vorher ist hier eine Lampe gehangen mit über um die 100 Watt. Also eine normale, klassische, die man hat. Die Birnen haben theoretisch eine Lebensdauer. Das ist ja keine Birne mehr, sondern das ist ein Element. Sollen angeblich eine Lebensdauer haben von 20.000 Stunden. Okay. Würde bedeuten, wenn man es 30 Stunden am Tag nutzt, 40 Jahre. Und ich denke, bis dahin hoffe ich, dass wir auch mal uns eine neue dann wieder hinhängen, weil nach 40 Jahren ist es dann Antifa. Oder die überleben uns. Das ist ja nicht so eine richtig sympathische Vorstellung, eine Lampe zu haben, die einen überlebt, oder? Ja, natürlich, dann haben sie vielleicht auch was davon. Schalten wir sie doch wieder ab. Super. Ja gut, das ist die eine Variante der Einsparung. Und hier sehen Sie noch die zweite, an der wir gerade experimentieren oder Erfahrung sammeln. Das hier sind die klassischen, wie es jeder kennt, Elekt-Nachtspeicheröfen, die beim Kauf des Hauses drin waren. Und hier sehen Sie jetzt sozusagen genau das Pendant dazu, dass die Heizleistung, das ist eine Infrarotplatte mit 400 Watt, also eine Strahlungsheizung. Und das hier ist ein Ofen, der hat 4 kW. Die hat 400 Watt? Die hat 400 Watt und der hat 4000. Zehnfache. Ja. Sie brauchen zehnfache Energie. Ja, und das müsste ungefähr ausreichen, das, also hier dann das gleiche nochmal. Zwei. Ja, dann müssen wir es immer gerade mal fahren. 8 kW hier zu stehen. Ja. Zwei. Ja. Und kriegen Sie den Raum mit dem Ding hier warm? Ja, ich brauche dann nochmal eins. Also Sie brauchen zwei. Zwei. Um das warm zu kriegen. Und die Dinger sind Erfahrungswerte halt jetzt auch gut in der Übergangszeit. Die Heizung hier lädt jetzt auch im Winter, in der Übergangszeit auf, wenn es draußen kalt ist. Und dann sind die Öfen auch tagsüber warm und wenn die Sonne scheint, dann heizen sie hier und die Sonne heizt auch und das schalten sie bei Bedarf ein. Allein das bringt schon eine Menge. Also das habe ich schon ausprobiert. Funktioniert das? Macht das ausreichend Wärme, wenn Sie da zwei nebeneinander haben? Ja. Okay. Funktioniert. Also 90% weniger Einsatz? Ja, das würde ich vielleicht nicht ganz sagen. Also 90% ist vielleicht übertrieben, aber man muss sich auch daran gewöhnen, das ist eine andere Wärme. Weil Sie brauchen den Raum nicht so arg aufheizen und das heizt den Körper auf. Also schon festgestellt, wie ein Kachelofen ist das? Nee, das ist nicht eher wie ein Kaffee, wie einfach wie eine Infrarotlampe, wenn sie sich wie Bestrahlung. Okay. Also ich habe schon festgestellt, wenn man direkt hier davor sitzt, dann ist es so richtig schön fürs Kreuz und dann geht es halt weiter und heizt die Körper auf und nicht die Luft. Also es funktioniert. Ist auch sehr zu empfehlen. Können Sie ein Therapiezentrum hier aufmachen? Ja, schon wieder ja, genau. Eine Idee für die Energiewende. Ja? Wir machen ein Therapiezentrum auf. Aber der Clou der ganzen Geschichte ist ja, dass Sie das alles mit eigenem Strom betreiben. Ja, das lässt sich im Winter müssen wir noch Erfahrung sammeln, ob wir da alles mit eigenem Strom betreiben können. Aber so eine Übergangszeit funktioniert es ja. Das machen wir dann über einen Akku oder über eine Solaranlage. Wir sind halt gerade am Ausprobieren, wie lange das in der Übergangszeit geht. Wir werden so gesehen nicht hundertprozentig autark sein, aber Ziel ist, sehr viel einzusparen. Und wo steht der Akku? Der Akku steht im Keller. Kann ich den mal sehen? Den können wir gerne zeigen. Alles klar, gut. Gehen Sie voran. Dann gehen wir mal in den Keller. Das Tolle ist ja, dass er das Man kann sich heute aus dem Portfolio der bestehenden Technik bedienen und für jedes Haus eine individuelle Lösung finden. Eine Lösung, die tatsächlich darauf Rücksicht nimmt, welche Substanz vor Ort vorliegt und was das eigentliche Ziel ist. Genau das ist ganz genau nach meinem Geschmack. Wie war denn die Ausgangslage bei Herrn Mönch? Er hat also sozusagen eigentlich ein veraltetes Heizungssystem gehabt. Ja. Und was war sein Wunsch? Der ist nach und nach entstanden. Wir haben ihm über die Strahlungsheizung war in Kontakt und da wollte er die ausprobieren und da haben wir ihm mal 14 Tage, 3 Wochen eine Strahlungsheizung zur Verfügung gestellt. 600 Watt für eine kleine Ecke. Und das Ergebnis war phänomenal. Er sagt, das ist prima, das will ich haben. Ja, und das gefällt mir und ich brauche noch mal eine und würde noch gerne eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte. Und so haben wir rumexperimentiert, das heißt, er experimentiert. Wir wissen ja, was die Strahlungsheizung kann und er experimentiert mit der Strahlungsheizung,
die letzten 2 Jahre. Mhm. Und dann ist natürlich die Überlegung gekommen, wir könnten ja eigentlich über die Photovoltaikanlage nachdenken und den Strom, den wir da gewinnen, für die Heizung verwenden, weil das ja ein ganz großer Haben ist in seiner Bilanz, in seiner jährlichen Bilanz, Energiebilanz, und könnten eigentlich mal versuchen, die Strahlungsheizung über den Akku zu speisen, einfach nach Feierabend, wenn die Sonne weg ist. Ja, und dazu haben wir dann eigentlich mal den groben Entwurf gemacht, eine Photovoltaikanlage mit Akku. Und dann haben wir natürlich das Problem gehabt, welcher Akku hält die Leistung durch, was kann so eine Strahlungsheizung ziehen, also verbrauchen pro Stunde, wie viel kann ich da hinhängen, wie viel braucht er in seiner Wohnung, wie viel Quadratmeter hat er, wie viel Mindeststrahlungsheizung bräuchte er dafür, und dann muss den Akku auslegen in die Richtung. Und den Akku haben wir dann so ausgelegt und haben dann auch so gebaut bekommen. Normalerweise würde man jetzt anfangen, das Gebäude zu sanieren, die Wände dicht zu machen, mhm, zu sagen, die Wärme muss drin bleiben, mhm, Fenster austauschen. Mhm. Das haben Sie alles gar nicht gemacht. Ja, richtig. Wir haben uns auf einem anderen Weg kennengelernt. Und zwar hieß es nicht Altbausanierung oder Haussanierung, sondern Alternative zur Heizung zu finden. Wir haben also nicht von außen nach innen gearbeitet, sondern von innen nach außen. Der erste Schritt ist natürlich die Heizung zu untersuchen, was ist das für eine Heizung, was hat die für einen Bedarf, was erfüllt sie, welchen Sinn hat sie und was gibt es Alternativen dazu. Und nachdem Herr Münch schon 2 Jahre die Strahlungsheizung in Gebrauch hat, sagt er ganz automatisch, wie wäre es, wenn wir darüber nachdenken. Und für uns natürlich eine hochinteressante Variante, Strahlungsheizung, relativ günstig im Anschaffungspreis und im Verbrauch lang nicht so hoch wie sein damaliger Nachtspeicherofen. Das Konzept, was Sie gemacht haben, ist das, was man sagt. Wir produzieren so viel regenerative Energie wie möglich, wir heben das auf und damit machen wir Strom und Wärme. Ja, das war der zweite Schritt, und das ist vollkommen richtig. Der erste Schritt, wie gesagt, war die Überlegung des Heizmediums. Ja, und gut, das sind ja schon mal exorbitante Kosten, was so eine neue Heizung kosten würde, Umbauarbeiten ganz abgesehen davon. Und wenn wir dann über die Strahlungsheizung gehen, logisch Stromheizung, Strom mit Strom heizt man nicht, das ist viel zu teuer, da geistert irgendein Gespenst im Volksmund. Was Effektiveres kann man eigentlich nicht nehmen als Strom zum Heizen. Aber wenn dann der Strom noch von der Photovoltaik, von der eigenen Anlage kommt, ja, dann ist es doch super. Der nächste Schritt ist ja, viel Energie zu produzieren und auch viel Energie zu speichern. Ja, viel Energie produzieren, ja, das, es geht eigentlich, die Energieproduktion geht eigentlich nach dem Speicher. Wenn ich einen optimalen Speicher habe mit einer kurzen Ladezeit, nehmen wir mal einen Lithium-Ionen-Akku, Lithium-Lithium-Pro 4 zum Beispiel, hat eine Ladezeit von 2 Stunden, da muss meine Photovoltaikanlage nicht so groß sein. Ja, da reicht mir eigentlich 1:1, also wenn ich 10 kW Akku habe, müsste mir eigentlich 10 kW Photovoltaik reichen. Aber wenn ich das bilanziere, komme ich auf einen recht guten Nenner. Das Entscheidende ist, wenn Sie sowas machen wollen, genau wie mit den Ladezeiten für den Akku, dann kann man nicht irgendein System von der Stange nehmen, sondern man muss sich eigentlich genau überlegen, was brauche ich eigentlich. Und das macht ja den Unterschied zu Ihnen auch aus. Ja, das war eine ganz interessante Überlegung. Natürlich haben wir zuerst mal die Systeme von der Stange, alle Angebote geholt und mal geguckt, was steckt da drin und was leisten die. Und in dem Moment, als wir die ganzen Angebote hatten, das waren also, übertreib's mal, 20 Angebote haben wir uns kommen lassen, da sind wir erstens mal erschrocken, was ist da alles beinhaltet, was können die Geräte oder die Systeme, was sollen die können und was sagt der einschlägige Fachmann dazu, können die das wirklich oder können es nicht. Was uns veranlasst hat, den Rotstift anzusetzen, mal nachzudenken und dann die eigenen Komponenten zusammenzustellen. Dazu gehört natürlich, dass man zuerst mal den Bedarf des Hauses, also sprich die ganzen Maschinen und Geräte, die im Haushalt verwendet werden, dass man die erfasst, dass man die Wohnflächengröße erfasst, dass man den Luftraum erfasst, wie viel Kubik sind das, wie viel Quadratmeter Wohnfläche sind das, wie wird das Haus genutzt. Tagsüber ist jemand zu Hause, ist tagsüber keiner zu Hause, eine ganz wichtige Frage. Und was kann ich aus dem Ergebnis, was sagt mir das Ergebnis, was kann ich daraus machen?
Und dann kam ganz eindeutig ein Akku mit 8 bis 10 kW in Frage. Und den haben wir dann bauen lassen. Wenn man jetzt so hingegangen wäre, hätte man gesagt, okay, jetzt irgendein Speicher, Batterie rein. Mhm. Und aber es sind solche Details wichtig, wie Sie gerade beschrieben haben. Ja. Es sind solche Details wichtig, dass man wissen muss, was habe ich für einen Bedarf? Brauche ich teilweise einen ganz anderen Akku, einen, der zum Beispiel schnell laden kann. Ja. Ja, vor allen Dingen, es war, die Gesamtanlage war eine hochinteressante Geschichte. Eine Photovoltaikanlage kann jeder. Und dann ist die montiert, dann geht der Elektriker oder der Solateur geht vom Hof. Und was mit der Anlage anschließend passiert, ist ja total uninteressant. Und genauso sieht es eigentlich mit jedem Gewerk aus, ob das jetzt der Wechselrichter ist. Ja, da wird irgendein Wechselrichter dahin gemacht, ob der jetzt passt oder nicht passt. Das ist Jacke wie Hose. Und beim Akku ebenso. Was brauche ich jetzt? Brauche ich einen einphasigen Akku oder brauche ich einen dreiphasigen Akku? Wo ist der Unterschied? Was ist für mich und für mein Haus interessanter? Wir haben uns für einen dreiphasigen Akku entschieden. Wir haben uns nicht für einen serienmäßigen Wechselrichter entschieden. Wir haben sämtliche Wechselrichter, und da gibt es gar nicht wenig auf dem Markt, sämtliche Wechselrichter verglichen, gegenübergestellt, durchgerechnet, auf das System ausgerechnet, ob das da funktionieren könnte. Wenn es nicht funktioniert hat, haben wir den wieder ausgetauscht. Das konnte sein, wir haben uns für den Wechselrichter entschieden und anschließend dann doch nicht, weil er einfach die Leistung dann nicht gebracht hat. Ein Wechselrichter sollte bei relativ wenig Watt schon anlaufen. Ja, das heißt, dass, wenn wir bei Modul anfangen, ich brauche ein schwachlichttaugliches Modul. Wenn ich einen Wechselrichter habe, der bei hohen Wattzahlen erst anläuft, dann geht mir ja schon ganz viel Schwachlicht verloren, morgens zum Beispiel im Winter. War für uns also ganz wichtig, dass die Akkuzelle schnell Strom produziert, dass der Wechselrichter relativ früh anfängt, den Strom umzusetzen. Und dann natürlich das Akkusystem, dass das auch relativ schnell anfängt. Und unser Akku fängt bei 1 Watt an zu laden. Also braucht man eigentlich jemanden wie Sie, der einen durch dieses Dickicht des Technikdschungels führt, um nicht irgendwas zu kaufen, was ich nicht absehen kann, dass es zu mir gar nicht passt? Ja, im Prinzip kann es jeder, wenn er sich mit der Materie auseinandersetzt, kann jeder das selber machen. Das ist die Frage, hat er die Zeit und hat er auch die Informationen, kommt dann die Informationen rein. Wenn es jemanden gibt wie uns, die sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt haben, da wird es schon interessant, darauf zurückgreifen zu können und das Wissen und die Erfahrung bei seiner Anlage einzubringen, das ist selbstverständlich. Aber was zum Beispiel ganz individuell ist, was man sonst so nicht mehr haben würde, ist, dass Sie natürlich den Akku entsprechend groß dimensioniert haben, damit er genug Power hat, seine Heizung zu betreiben. Ja, wir haben nicht entsprechend groß dimensioniert, sondern wir haben ihn genau passend dimensioniert. Denn wir wollen keine hundertprozentige Versorgung. Wir gehen davon aus, dass wir von November bis Januar Strom kaufen müssen, zukaufen müssen. Und deshalb haben wir den Akku nicht auf exorbitante Größe ausgelegt, sondern haben gesagt, okay, Jahresdurchschnitt müsste das reichen. Ja, wir sind bei gefühlten 13 kW. Effektiv Nutz-KW sind es 10. Und das müsste eigentlich für den Jahresdurchschnitt, müsste das für sämtliche Geräte und die Heizung müsste es reichen. Und im Winter, ja, in Gottes Namen, da kaufe ich halt dazu. Es ist wirtschaftlicher, ich kaufe was dazu, als ich kaufe mir einen größeren Akku oder eine größere Photovoltaikanlage. Wenn ich den Strom heute noch verkaufen könnte, wäre das ein Geschäft. Und so sind wir heute eigentlich auf dem Standpunkt, dass wir zur Insellösung neigen und sagen, ich verkaufe gar keinen Strom, ich produziere das, was ich selber verbrauchen kann. Das packe ich in meinen Akku rein und danach ist mir egal, was mit dem Strom passiert. Normalerweise heißt es ja immer, ja, also wenn Sie Wärme machen wollen, nehmen Sie eine Wärmepumpe und notfalls eine Gastherme noch dazu und pipapo. Mhm. Diesen traditionellen Weg sind Sie gar nicht gegangen. Doch, natürlich. Wir haben sämtliche Heizsysteme miteinander verglichen. Das ist das Wichtigste, wenn ich neutral sein will. Und ich gehe mir davon aus, ich bin Nutzer. Ich bin selbst daran interessiert, was sind die ideale Heizung. Was würde ich in mein Haus einbauen? Das ist die erste Frage. Dann kommt selbstverständlich die Gasheizung, kommen auch immer ganz tolle Werbung. Du umstellen von Öl, mach Gas, kriegst du Zuschüsse und so weiter. Eine tolle Geschichte. Bei uns in der Straße liegt Öl und liegt Gas. Also wäre es eine einfache Sache, das umzustellen, zu sagen, naja, ist doch klar, mach mal Gas, ist sauber und ich brauche keinen Keller. Es gibt noch mehrere Medien, also wir haben Strom, Gas und Wasser, mehr haben wir eigentlich nicht für Heizung. Und aus diesen drei können wir nur Wärme gewinnen. Und dann entscheide ich mich eigentlich doch für Strom, für Sonnenstrom.
scheint immer. Und wenn ich das speichere und somit sind wir eigentlich schon bei unserer Anlage angelangt. Ja. Also Sonnenstrom, den habe ich umsonst, ich brauche bloß ein Medium und einen passenden Speicher und dann bin ich eigentlich autark. Was ich ganz erstaunlich finde, wir haben zwei Dachflächen, so viele Module sind gar nicht drauf, aber er hat doch gigantisch viel Strom. Ja, er hat natürlich fantastisch viel Strom. Wir haben Ost-West-Dach. Wir haben morgens bei Sonnenaufgang haben wir schon den ersten Strom. Das heißt, um vor 5:30 hat er schon auf was auf dem Zähler stehen. Ja? Und wie wir ja gesehen haben, hat er ja eine spezielle Schaltung an seinem Speicher. Er sagt, ich will morgens den Strom vom Dach gleich verbraten und er will erst um 11 oder um 12 will ich speichern, also ich will das manuell beeinflussen können. Herr Münch ist, oder die Familie Münch ist ja nicht 24 Stunden im Haus. Also wenn jemand nicht da ist, dann kann man selbstverständlich den Speicher laden und morgens den Strom von der Sonne sofort verwenden, statt den zuerst in den Akku zu packen und dann erst den Sonnenstrom verwenden. Also es ist viel intelligenter, den Weg so zu gehen. Und vor allen Dingen habe ich die Stromspitze des Süddachs, das ich mittags habe, das habe ich schon mal durch das Ost-West-Dach geschnitten oder gekippt quasi. Und durch den Schalter kann ich das nochmal beeinflussen, wo meine Spitzen sind. Und somit kriege ich den maximalen, die maximale Leistung der Photovoltaikanlage in den erträglichen Bereich. Er hat die Energiewende Wärmestrom schon geschafft? Er hatte natürlich geschafft, logisch. Mit der Anlage ist er also vollkommen draußen. Er hat ja Überproduktion. Ja, und die Jahresbilanz sagt er eindeutig, also besser können wir es nicht machen. So, jetzt nach unten zur Vollendung der Energiewende in Ihrem Haus. Ganz runter. So, jetzt kommen wir zum Kernstück hier im Keller. Da sehen Sie nicht allzu viel. Oh, der Speicher. Ich sehe ihn. 100% aufgeladen. Das finde ich jetzt wiederum erotisch. Also, Akkus haben ja was. Ja, Akku ist voll. Das ist so ein Lithium-Eisen-Akku. Cool. Wenn sie das jetzt mit Bleiakkus machen, dann hätten wir einfach mehrere Schränke gebraucht und die ganze Wand wäre voll gewesen. Aber das hier ist schon das Ganze. Hier durch den Kamin kommt die Leitung von der Photovoltaikanlage runter. Hier geht es in den Wechselrichter und vom Wechselrichter geht's, da zählt dann der Energieversorger, wie viel ich runter, eingespeist wird, damit man uns dann vielleicht auch mal besteuern kann. Und dann geht es zurück, in Akku. Hier sitzt quasi die Intelligenz drin, hier oben. Und da wird dann geregelt, ob der Akku auflädt oder einschaltet. In der Sommerzeit lädt er jetzt ab 11 Uhr auf und ist spätestens um 1 wieder voll, weil wir ja nicht... Genau, wir haben 13.30 Uhr und der Akku ist voll. Hat jetzt 100%. Nach 2,5 Stunden 100% voll. Und alles, was wir jetzt haben hier, ist... Alles, was Sie jetzt hier haben, wird vom Dach gespeist. Also Sie können Ihre Scheinwerfer gerne noch heller drehen. Okay. Und da unten sind dann die Akkus drin. Ja, und das ist eigentlich schon das Ganze von der Anlage. Hier geht vielleicht noch ins Internet. Da kann man sich dann direkt angucken, was die Anlage leistet. Und dann da vorne sind die ganzen Zählmechanismen im Zählerschrank. Gerade kommen 9 Kilowattstunden runter. Ja, gerade kann das sein? Das kommt runter. Ja, hier kann man noch gucken. Da sieht man auch den Verbrauch von der Leitung. Es kommen gerade über 10 runter. Und dann bis es über die ganzen Leitungen, über die Querschnitte, über die wir uns vorhin unterhalten haben, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man einfach auf den Querschnitt achtet. Da geht dann was verloren, was man sonst an sich nicht melden kann, nicht messen kann. Ah. Ihr Haus verbraucht 230 Kilowattstunden im Moment? 0,2, also 230 Watt und, genau. Und Ihre Anlage liefert 10 Kilowattstunden. Genau. Die Strombaron im Moment. Ja gut, jetzt im Moment speisen wir halt alles ein und lassen es uns vergüten. Ne? Cool. Wie ist es denn? Reicht denn jetzt, sagen wir mal, das, was Sie selber an Strom produzieren, bilanziell aus, um sich selber mit Strom und Wärme versorgen zu können? Also bilanziell müsste es ausreichen. Ich kann es jetzt noch nicht im Detail messen, aber ich schätze mal, dass so das Jahr über gesehen zwischen 13.000 und 14.000 Kilowattstunden runterkommen. Und nach der alten Version habe ich zwischen 16.000 und 18.000 Kilowattstunden verbraucht. Und das Ziel ist es, unter 8.000 zu kommen. Das heißt also bilanziell autark, aber im Winter
muss man dazu kaufen oder jetzt abgeben. Aber unterm Strich, aus bilanziell ist das Autarkie. Ja, genau. Und Sie machen das Strom und Wärme. Ja, alles. Strom und Wärme. Das ist genau das, was wir wollen. Die Kombination von Strom und Wärme. Und hier ist das realisiert mit Technik, die es heute gibt. Das ist die Energiewende. Super. Ja, klar. Und ein Verdienst eines Pioniers. Ja, Herr Münch hat sich darauf eingelassen. Ja. Er hat gesagt, ich will das wissen. Ja, das muss gehen. Ja gut, das Erstaunliche war ja, es sind alles Basiskomponenten, die es überall gibt. Nur was mich gewundert hat, es gibt es nicht im Zusammenspiel. Das ist das, was mich verwundert hat. Und man bekommt ja dann eigentlich auch Zuschüsse dazu. Wobei sie da richtig drum kämpfen müssen, weil sie jede Menge Formulare ausfüllen müssen und man sich dann die Frage stellt, inwieweit, sagen wir mal, von der politischen Ebene wirklich die Energiewende unterstützt wird oder wie man es jetzt gerade sieht, ob man das nicht so ein bisschen ausbremsen will und lieber auf die großen Lobbyisten achtet. Weil gehen tut's, ich kann es beweisen. Sie sind widerspenstige Energiewendebürger. Genau. So, jetzt kümmern wir uns um Ihren Kühlschrank. Also, den können hochgehen. Alles klar. Den haben wir übrigens auch ersetzt. Auch? Ja, also das war im Rahmen der Gespräche. Jetzt geht's zu weit. Das war im Rahmen der Gespräche. Alte Kühlschrank, der war über 20 Jahre alt. Ja. Und wenn Sie dann mal gucken... Gut, der war auch fällig, aber den haben wir im Rahmen unserer Aktionen auch ersetzt. Und deswegen kommen hier die ganzen Komponenten, weil Sie bei Eingangs fragten, was man alles machen kann. Also man kann auch mit einfachen Mitteln sparen, Kühlschrank ersetzen, LEDs, die sind zwar schon etwas teurer, aber die halten ja auch länger. Super. Gut, was darf ich Ihnen noch erzählen? Ich bin begeistert. Sie haben mich überzeugt. Wo kann ich unterschreiben? Da müssen Sie zu Ihnen gehen. Jetzt kommt der Teleshop von Herrn Waldmann. Achtung, Menge begrenzt. Könnte Sie überhaupt machen. Mit 8000 Kilowattstunden ist der Bedarf für Strom und Wärme per Infrarotheizung gedeckt, ohne energetische Sanierung des ganzen Hauses. Alles bleibt, wie es ist. Mit 13.000 Kilowattstunden produziert das Haus mehr Energie, als es benötigt. Und das für eine Investition von 50.000 Euro. Besser und billiger geht es nicht. Also, Herr Waldmann hat die Energiewende richtig in allen Aspekten durchgedacht. Er hat eigentlich ganz gute vier Kriterien formuliert. Das erste Kriterium ist die Energieeffizienz. Ja, ökologisch und energiesparsam. Das ist ja vor allen Dingen ganz wichtig, dass es nicht darum geht, als ersten Punkt, wie Sie sagen, nicht die Energieproduktion, sondern tatsächlich die Energieeffizienz, nämlich das Sparen in den Vordergrund zu stellen. Ja, natürlich, das ist das Wichtigste. Was ich spare, brauche ich nicht ausgeben. Was ich spare, brauche ich nicht produzieren. Und der zweite Ansatz ist klar, dann die Energieeinsparung. Das heißt erstmal, erstens ist Effizienz, sinnvolle Systeme und zweitens zu schauen, wo können wir tatsächlich Energie akquirieren, ja. Gewinnen von Photovoltaikanlage. Das ist das einfachste Mittel, das es überhaupt gibt. Das dritte ist die Energieeinsparung. Das vierte ist, das kommt eigentlich dazu, das kommt neu in die Energie, wenn es der Energiespeicher. Das ist eine hochinteressante Geschichte und ein Abenteuerland ohne Ende. Es gibt verschiedene Systeme. Jedes System hat seinen Vorteil, da gibt es gar keine Diskussion. Wir haben unsere Prioritäten gesetzt und unser Akku musste diese Prioritäten erfüllen. So, man muss sich die verschiedenen Sachen angucken in der Konzeption, was man machen soll. Und der erste Punkt ist, dass Sie sagen, erstens ist es sehr wichtig, wie der Bauteil- und Wandaufbau sein soll. Was bedeutet das? Der Wandaufbau ist eine ganz interessante Geschichte. Betrachten wir den mal von innen gesehen. Er hat die Wärme zu speichern, er hat Feuchtigkeit aufzunehmen und hat uns vor der kalten Außenluft zu schützen. Bei dem Wandaufbau kommt es dann darauf an, wie er gestaltet ist. Wenn die Feuchtigkeit, die in dem Bauteil, logischerweise in jedem Bauteil, sich festsetzt, nicht austrocknen kann oder nicht verflüchtigen kann, wird sie früher oder später Schimmel bilden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ein Wandaufbau absolut
monolithisch ist, keine Folien hat. Das heißt, dieses Dichtmachen, was man heute eigentlich macht, ist gar nicht so optimal. Unsere Berechnung nach nein und bauphysikalisch sehr fraglich. Hm. Was ist die Alternative? Was macht man dann stattdessen? Monolithische Bauweise. Das heißt? Möglichst an einem Stück die Wand haben. Keine Trennung dazwischen. Es gibt natürlich Baustoffe, die Trennung zulassen. Es ist meistens oder sehr oft nicht möglich, mit einem monolithischen Baustoff nur zu arbeiten. Ich brauche eine zweite Lage, zum Beispiel für den Außenputz. Und in dieser Lage, in dieser Trennungsfuge, muss die Feuchtigkeit dann sehr stark berücksichtigt werden. Denn hier ist Tauwasserausfall und hier könnte sich Schimmel bilden. So, als zweiten Punkt, den Sie sagen, ist, klar, haben wir gerade schon gehabt, ganz im Vordergrund steht die Energieproduktion durch Photovoltaik und Speicherung. Also Photovoltaik ist für Sie sozusagen gesetzt. Ja, absolut. Der dritte Punkt ist, Sie sagen, es sollen keine fraglichen Dämmstoffe und Folien eingesetzt werden. Ja. Warum? Aus Schimmelbildungsgründen oder Schimmelgründen und feuchte Wände. Eine Wand muss transpirieren können, sie muss diffusionsoffen sein. Sie darf nicht nass sein. Mhm. Und deshalb keine Folie. Eine Folie ist eine Trennebene und in dem Moment, wo die Folie auf den Baustoff trifft, fällt Tauwasser an. Und Sie sagen, man muss auf fragliche B- und Entlüftungsmethoden verzichten? Nein, das muss man absolut nicht. Man kann, man braucht es gar nicht. So ist es. Mhm. Ja, wenn ich das Fenster richtig aufmache, die richtige Belüftung im Haus habe, laut Vorschrift heißt das ja, in einer Stunde das halbe Volumen des Hauses sollte man austauschen an Luft. Das kann ich mit einem gekippten Fenster oder mit einer Querlüftung oder so, kann ich das auch machen. Die B- und Entlüftungsanlage ist in unseren Augen eigentlich nur ein Hilfsmittel für den Menschen. Ein intelligenter Mensch macht sowieso das Fenster auf und braucht es eigentlich nicht. Es gibt ja viele Systeme, wo es dann heißt, bloß nicht das Fenster aufmachen, alles zumachen. Das ist auch nicht ein Mittel der ersten Wahl, weil das natürlich auch Energie schluckt. Erstens das, denn das ist selbstverständlich. Ja. Kann ich doch, wenn ich ein Fenster manuell aufmache, dann habe ich schon meine sportliche Tätigkeit hinter mir. Ich stehe vom Sofa auf und mache das Fenster auf und dann mache ich es wieder zu. Hat mich keine Energie gekostet. Schlucken solche Systeme eigentlich viel Energie? Je nach Anlage kann ich mir vorstellen, dass es schon einige Energie verwendet. So. Ein Teil Ihrer Philosophie ist, dass Sie sagen, dass es ganz wichtig ist, auf teure und überflüssige Dinge zu verzichten. Was meinen Sie damit? Nun, ich kann auf einen Wäschetrockner kann ich sehr gut verzichten, indem ich meine Wäsche aufhänge. Das heißt, die Hausfrau. Das ist eine sportliche Tätigkeit, aber sehr effizient. Wenn du heute durch ein Neubaugebiet fährst, siehst du kaum mehr eine Wäschespinne oder eine Wäschestange. Die haben alle einen Trockner. Wer bezahlt das? Das sind immense Summen. Wir haben noch mal so einen Kaffeinsmann im Haus stehen, das ist unser Warmwasser. Ja. 24 Stunden 150 Liter Warmwasser im Vorrat halten, im Warmwasserboiler. 24 Stunden mit 3 kW Heizleistung, der immer wieder taktet, 24 Stunden lang. Nur damit ich beim Händewaschen Warmwasser habe, morgens vielleicht beim Duschen, abends, wenn ich nach Hause komme, noch mal duschen. Dafür brauche ich 24 Stunden Warmwasser. Ich kann mir vorstellen, dass man das günstiger macht. Gibt es zum Beispiel die Durchlauferhitzer? Die brauchen genauso viel Energie, wie ich meine Hände wasche, und dann ist es aus. Ja, ich brauche keinen Vorrat, ich brauche keinen Boiler. Ich habe überhaupt keine Probleme dann nachher mit den Kosten. Übrigens, einen Warmwasserboiler kann ich über den Akku speichern. Ja, oder Füllung. Ja, ich habe so beim Häuserbau in Deutschland so das Gefühl, es kommt alles rein, was gut und teuer ist. Fast wie so eine Aufpreisliste bei den Autos. Das kann man ja ausstatten. Und dann kommen da gewaltige Summen irgendwie zusammen. Mhm. Dann denke ich, oh, dann so manche Sachen rechnen sich dann auch irgendwie gar nicht mehr. Ja, das ist ein ganz interessanter Ansatz. Deshalb gehen wir davon aus, wir halten uns eine Hausformel, die heißt Dachfensterwand-Bodenplatte. Mein Kunde will wissen oder unser Kunde will wissen, was kostet die Bodenplatte? Was kostet mich die Außenwand? Welchen Baustoff verwende ich für die Außenwand? Ja, was für Fenster nehme ich? Und was für ein Dach nehme ich?
Und wenn er alle Gewerke separat betrachtet, finanziell betrachtet, dann hat er einen sehr schönen Überblick, was sein Haus am Schluss kosten wird. Denn jetzt, nachdem klar ist, Dachfenster, Wand und Bodenplatte besprochen ist und die Preise festliegen, kann er über seine Innenausstattung nachdenken. Und hier kann er entweder sehr wirtschaftlich vorgehen oder so wie Sie sagen, reinpacken, was geht. Am Endeffekt heißt es halt, die Gesamtsumme des Hauses ist dann entweder 200.000 oder 350.000. Mhm. Aber der Rohbau ist eine völlig klare Sache. Der Rohbau sollte eigentlich nur energetisch sein. Sinnvoll, energetisch, einfach, schlicht. Wir wollen keine Traumhäuser bauen. Traumhäuser bleiben Traumhäuser. Wir wollen funktionierende und intelligente Häuser haben. Und das heißt eigentlich, dass man sich mit Ihnen zusammen vorher genau Gedanken macht, was habe ich und was will ich? Ja, so ist es. Und dass wir auf jeden Fall über sämtliche Varianten an Vorstellungen, dass man das einfach mal durchgeht und danach feststellt, brauche ich oder brauche ich nicht. Viele Sachen brauche ich nicht. Bei Ihnen in Ihrem Konzept gibt es viele teure Sachen nicht. Keine teuren Heizungsanlagen. Kein Keller. Kein Keller. Ja. Kein Estrich. Nein, keine Fußbodenheizung. Da kann man drauf verzichten. Ja, genau. Das ist ein wunderschönes Spiel. Ja, mit dem, was Sie ersparen, sind wir der Meinung, kaufen Sie sich nachher ein Elektroauto. Ein wunderschönes Elektroauto mit einem großen Speicher. Warum? Wir brauchen im Haus einen Speicher. Wenn Sie zu Hause sind, kann man den nutzen. Das Auto steht in der Garage am Stecker. Ich hole mir aus dem Akku meine Energie fürs Haus. Wenn ich keine mehr brauche, speichere ich den wieder voll. Mhm. Wenn ich fortgehe, habe ich meinen Energielieferant dabei. Das heißt, wir fahren heute nicht mehr Auto, wir fahren eigentlich Akku. Mhm. Wir haben das aber in Infrarotheizung, so Heizungsanlagen ist ja auch so ein System. Große Kessel und dies und das und so weiter. Mhm. Und da sagen Sie, glaube ich, die Zeit ist weitergegangen. Also wir sind natürlich nach wie vor der Meinung, dass der gute alte Kachelofeneffekt, Strahlungsheizung, dass man dieses Thema ausbauen sollte und ausbauen kann und dass es ausgebaut wird. Wir fahren haben verschiedene Tests gemacht und bauen heute verschiedene Strahlungsheizungen ein, die nach gewissen Kriterien ausgestattet sind. Nicht überall, wo Strahlungsheizung draufsteht, ist Strahlungsheizung drin. Die Effizienz der Heizung ist wesentlich höher als alles andere und vor allem der Anschaffungspreis einer Strahlungsheizung und die Randbedingungen wie Lagerhaltung für Vorräte und so weiter, fällt da alles weg. Also wir finden das eine überlegenswerte Alternative zur normalen Heizung und wahrscheinlich die kosteninteressanteste. Sie sagen, das U-Modell für Ihre Häuser sind die Gewinner des Solar-Teklaton-Wettbewerbs. Was bedeutet das? Was meinen Sie? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. In Amerika wird jedes Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem, ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die amerikanische Regierung sagt, 2016 sollen die Häuser ihre gesamte Energie selbst erzeugen und dementsprechend natürlich auch ausgestattet sein. Da gibt es einen Wettbewerb mit verschiedenen Kriterien. Das ist der Energiebedarf, die Konstruktion an sich, die Baustoffe. Und natürlich sollten die der ENEV Vorschrift entsprechen oder besser sein. Und das ist für uns eine ganz interessante Formulierung. Die Amis, die sagen, du musst es mal. 2016 ist es aus der Krise, wahrscheinlich kein Strom mehr aus dem Netz. Und bei uns sind wir noch meilenweit davon weg. Warum sollen wir das nicht heute auch schon tun? Was bei Ihnen rauskommt, nennen Sie das Fast-Autarkiehaus. Ja. Was bedeutet das Fast-Autarkiehaus? Eigentlich, wie wir vorhin bei der Anlagenbesichtigung gesehen haben, in der Jahresbilanz ist das Haus völlig autark. Wir wollen natürlich hier nicht sagen, das ist ein ganz autarkes Haus, weil wir davon ausgehen, wir kaufen zwischen November und Januar Energie dazu. Ja, bleiben wir bei der Wahrheit und sagen nur hier, 90% bist du autark. Je nachdem, wie du im Haus mit Energie umgehst, kannst du mehr erreichen, kannst du weniger erreichen. Den Rest musst du einfach dazu kaufen. Bereit sein, dazu zu kaufen oder ökologisch gedacht und ergonomisch gedacht. Wir nehmen halt einen Durchschnittswert vom Speicher Ihres
echten Verbrauches. Also wir müssen das errechnen oder wir errechnen das und ermitteln das. Und Sie sagen uns, wie groß Ihr Speicher sein soll. Und dann bleibt man entweder beim Fastautarkhaus oder beim Autarkhaus. 90% ist aber auch schon richtig gut. Also okay, die letzten 10% sind wahrscheinlich die teuersten. Das muss dann auch gar nicht sein. Ja, so ist es. Genau so ist es. Wir haben das kurz schon besprochen. Woran sich alle Häuslebauer und Besitzer dann gewöhnen müssen, ist, dass der Speicher eine ganz zentrale Rolle spielt. Ohne den Speicher schafft man das nicht. Ja, wenn man das so sehen will, ist es genau so. Ich kann eigentlich auf dem Speicher alles aufbauen, indem ich meine Haushaltsgeräte energetisch wähle, indem ich sie nutzergeführt intelligent anwende und dadurch den Speicher optimal nutze. Und der Speicher sollte dann ja auch intelligent sein. Das sollte sagen, oder sollte von sich aus sagen, ich brauche jetzt mehr Strom als vorhanden ist im Speicher, ich schalte das Netz dazu oder umgekehrt, ich habe genügend Strom in meinem Speicher, ich schalte jetzt das Netz ab. Wir haben darüber kurz gesprochen, ich will das trotzdem nochmal sagen, die Infrarotheizung oder die Strahlungsheizung ist für Sie, glaube ich, ein relativ intelligentes Tool, weil Energie haben wir genug zur Verfügung in Ihrem Haus. Mhm. Und das ist ein simples System, ohne großen Aufwand, ein System, das dann auch viel Wirkung hat, also eigentlich ideal geeignet. Das ist unser Ergebnis aus den Vergleichen, die wir machen und gemacht haben. Wir machen das immer wieder, sobald was Neues auf den Markt kommt. Wir haben sämtliche Heizungen nebeneinander gestellt, in eine Liste gepackt und haben die Unterhaltskosten, die Anschaffungskosten, die Reparaturkosten und so weiter festgehalten. Und die Strahlungsheizung ist momentan einfach die günstigste und die intelligenteste und so weiter. Und die platzsparende. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, das muss ich jetzt, hätte ich hier vergessen, die Strahlungsheizung heizt nicht die Luft, sondern die Strahlungsheizung heizt speicherfähige Masse. Und darum ist für uns die Wand, die Außenwand, wichtig, dass sie speicherfähig ist. Also das energieautarke oder das fast energieautarke Haus erreichen wir, wenn man sich eben den Themen Primärenergie, Transmissionswärmeverlust, jawohl, und Energieautarkie widmet. Vielleicht könntest du zu den drei Stichpunkten noch was sagen. Ja, wenn ich das auf Photovoltaikanlage umlege, dann kriege ich natürlich rechnerisch ein Heidenproblem. Denn wenn ich meinen Strom selber produziere und selber verbrauche, dann habe ich den kürzesten Weg. Das heißt, ich habe 100%, ich habe keinen Verlust. Egal bei Primärenergie oder sonst beim Transmissionswärmeverlust. Beim Transmissionswärmeverlust rechne ich eigentlich verloren gegangene Luft. Ich habe keine warme Luft im Haus. Wir haben keine warme Luft. Mhm. Wir haben nochmal einen großen Vorteil. Unsere Raumtemperatur durch die Strahlungsheizung ist 18 Grad. Und die übliche Raumtemperatur bei Warmluft ist 20 Grad. Das heißt, auch hier haben wir schon wieder 10% Vorteil. Sie sprechen ja mit vielen Bürgern, Menschen, die Häuser haben wollen. Was wollen denn die Bürger aus Ihrer Sicht? Mit was werden Sie konfrontiert? Was möchten die Bürger haben? Schnippisch gesagt, Informationen von uns in Kaufen, dann und fertig aus. Okay. Ja, was will der Bürger? Manchmal kommt es dir vor, wenn du den zwingen müsstest, eine Information anzunehmen. Mhm. Wenn wir über Lithium-Ionen-Akkus reden, dann kommt der Nächste und sagt, ja, mit Bayerco bin ich aber besser dran. Da hat er schon recht, das ist um den halben Preis günstiger. Das ist nur die Frage, mit was er das vergleicht. Dem würde ich dann raten, er soll doch mal selber Vergleiche machen. Wenn er möchte, helfen wir ihm gern dabei, den Vor- und den Nachteil zwischen Bayerco und Lithium-Ionen zu finden oder zu suchen. Wenn ich mich jetzt zum Schluss dem Thema nähern will, wie gehe ich denn vor? Gehe ich jetzt zu Ihnen und sage, ich will jetzt ein Haus, machen Sie mal, oder wie gehe ich an das Thema ran? Ja, da würde ich Ihnen empfehlen, dass wir jetzt einen Bleistift und ein Blatt Papier nehmen, dass wir mal festhalten, was Ihnen so vorschwebt. Und dann suchen wir gemeinsam nach dem Kostenfaktor oder nach den Kosten. Und dann machen Sie einen Strich drin und dann gucken Sie mal, ob das so funktioniert.
Das finde ich eben das Gute, dass Sie da nicht kommen und sagen, so, ich habe das im Katalog, sondern Sie suchen das sozusagen individuell raus. Und mit der vorhandenen Technik, die es überall gibt, geht das auch. Ja, klar. Und dann haben wir noch einen großen Freund, und das ist Internet. Sie können alles recherchieren. Alles, was ich sage, finden Sie eins zu eins im Internet. Hm. Die Energiewende ist also machbar. Für jedermann und auch ohne Investitionen, die gleich in die Hunderttausende gehen. Was es braucht, ist Einsparung, Energieeffizienz und den Mut zu wirklich individuellen Lösungen. Und es braucht einen Mann wie Günther Waldmann. Techniker, Ingenieure, Tüftler, die sich die Mühe machen, wirklich nachzudenken. Davon gibt es leider im ganzen Markt der Energiewende viel zu wenige. Glück hat, wer es schafft, sich Günther Waldmann für sein Projekt an Land zu ziehen. Also an dem Film lässt sich sehr gut zeigen, dass eben nicht immer die Lösung von der Stange die richtige ist, dass man einfach individuelle Lösungen finden muss. Normalerweise würden die Leute sagen, 50.000 Euro für Photovoltaikanlage und einen Speicher, totaler Wahnsinn. Nur die energetische Sanierung wäre noch teurer geworden. Neue Fenster, neue Türen, Wärmedämmung, da nimmt man ja sofort 100, 150.000 Euro in die Hand. Neue Heizungsanlage mit Wärmepumpe. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass Günther Waldmann einfach gesagt hat, okay, ich gucke jetzt einfach mal hier, was sich hier so machen lässt mit anderen Möglichkeiten und Wegen. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen individuelle Lösungen. Deshalb mein Credo, schauen Sie, was Sie brauchen, seien Sie mutig und lassen Sie eine individuelle Lösung für sich selber zuschneiden. Soweit heute die Energiewende aus Baden-Württemberg. Nächsten Dienstag wieder live aus Berlin. Da geht es dann darum, bauen mit der Energiewende. Wir knüpfen direkt an und wir zeigen Ihnen, wie man sich auf Mallorca energieautark machen kann. Und das, was man auf Mallorca machen kann, das können Sie zu Hause auch. Bis nächsten Dienstag. Tschüss und auf Wiedersehen.